Innerlich leide ich immer noch. Und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Donkey Kongs Adventure. Ganz genau. Beim letzten Mal haben wir einen Zwischenboss gehabt und sind 40 Minuten daran verzweifelt. Hab's aber trotzdem irgendwie auf perfekt geschafft. Also, keine Ahnung, wie die letzte Folge war, einfach kompletter Müll. Also, falls ihr sie verpasst habt, schaut sie euch an, ist bestimmt unterhaltsam. Ich würde sagen, wir starten aber direkt einfach in einen neuen Part. Und wir treffen auf. Immerhin schon mal Story, das scheint wichtig zu sein. Was für eine Brücke. Natürlich, sie wurde von den Rabbids gebaut, die wir aus dem Griff des Megabugs befreit haben. Etwas Ähnliches haben wir am Pilzpalast gesehen. Sie scheinen es wieder gut machen zu wollen, indem sie alle möglichen nützlichen Dinge für uns bauen. Brücken, Rabulatorien, Waffen. Ein Hoch auf die unermüdliche Produktivität schuldgetriebener Angestellter. Das sehe ich auch so tatsächlich. Ey, das Mikrofon ist grausig. Ich habe so wenig Platz, ich müsste eigentlich noch mehr in die Richtung rutschen. Und dann fällt das die ganze Zeit hier so runter. Hier! Schlägt auf den Tisch. Yeah. Bisschen weird das Ganze hier. So. Wir brauchen immer noch einen Schlüssel. Und es ist kein Schließfach und keine Topfpflanze in sich. Hä? Ach so, weil Leute machen ja den Schlüssel unter die Pflanze vor ihrem Haus. Anscheinend. Ich weiß nicht, ob das wirklich jemand macht. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr das macht. Schreibt es lieber nicht. Aber deutet es an. So damit Einbrecher sind dumm. Die checken das nicht. Aber so damit ich das checke. Okay? Gut. Nutzen wir die Brücke, um uns das Riff anzusehen. Das hat mega die Pop-Ins gerade gehabt. Rebel Peach, hör auf mit den Selfies. Ja, weiter geht's, Cranky. Ich bin voll deiner Meinung. Wir werden von jemandem beobachtet. Rabbit Kong, vor allen Dingen, das ist Story. Warum bin ich eigentlich noch im Bild? Ich weiß nicht, ob das jetzt was Gutes war oder nicht. Aber wir sind am Korallenriff angelangt. Und oh mein Gott, das Wasser sieht immer noch schön aus. Habt ihr das mal aus dem neuen Teil gesehen? Oh, ein Puzzleteil. Das nehmen wir. Oh, es kann sein, dass wir 20 Millionen Puzzleteile verpasst haben. Wir können hier auch so ein bisschen Open World freilaufen. Wie cool. Das sind Korallen mit Stacheln. Das sind Korallen, die aussehen wie Kakteen. Ey, das Wasser. Komm, wer würde hier keinen Urlaub machen? Los. Schreibt es in die Kommentare, wer von euch würde hier keinen Urlaub machen wollen. Einfach hier liegen und diese Aussicht geben. Wenn einer von euch das nicht machen möchte, schreibt es in die Kommentare. Oder ihr schreibt in die Kommentare, wenn ihr schon mal an so einem Ort wart. Oh nee, was ist das denn jetzt? Wasserspeier. Diese Brunnen sind spuckende Wanahanini-Meerbarben. Wanahanini-Meerbarben. Genau. Am Zugende spucken sie Wasser. Wie unhöflich. Wanahanini-Meer. Ich hab's wieder vergessen. Wasserspeier. Ihre Reichweite ist begrenzt, aber der Strahl ist stark genug, um uns wegzustoßen und sogar Schaden zuzufügen. Okay, nicht so nice. Aber wir werden da schon nicht reinlaufen, habe ich gehört. Immerhin haben die Gegner dasselbe Problem. Das ist ja auch schon mal was. Na, weiß ich nicht. Unter all dem Nassgespritze hat ihre Moral gelitten. Besiegen wir genug von ihnen, flieht der Rest. Ich hoffe, das Mikrofon passt jetzt. Langsam nervt es. Besiege 8 Gegner. Ah, da wo nass ist, ist wahrscheinlich Wasser. Okay. I see. Ende speien sie Wasser. Strong, wenn ich den Typen ein bisschen zu uns locken könnte. Aber auch strong, wenn wir ihn einfach weghauen des Todes. Also, keine Ahnung. Finde ich aber auch ganz nice. Shazam, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ich glaube, seit Folge 2 nicht mehr. Ich habe den Film, ist das ein Film oder ist das eine Serie? Ich weiß nicht, bis heute nicht gesehen. Da treffen wir nämlich nicht.
Wir locken den mal ein bisschen an. Lauf links, na egal. Nein, komm doch in den Wasserstrahl, Mann. War dumm. Gräfin, wie weit kommst du? Kommst bis zu mir, finde ich nicht gut. Aber Fennis, die ultimative Kombi-Zünde. Dann nicht. Er ist auch aus dem Radius von Rabbit Peach. Aber im Radius von Rabbit Cranky. Und wir hoffen einfach mal, dass es klappt, was ich vorhabe. Okay, perfekt. Oh, triff nicht den anderen, please. Okay. Ja, er ist einfach am anderen Ende der Welt. Wie nice. Aber er läuft wieder aus diesem Wasserstrahl raus. Das ist Scam. Oh, wir können damit Rabbit Peak. Boah, und maybe, wenn wir ihn jetzt nochmal anschießen, kommt er in den Wasserstrahl gewalkt. Ja. Oh, das ist der falsche. Können wir ihn auch rausnehmen? Boah, mit ziemlich viel Luck. Aber er wird uns auch nicht reachen. Ja, come on. Er reacht uns sowieso nicht, weil es kritisch Honig war und er damit raus ist. Wunderbar, da sag ich's dir. So, erzähl mal, was ihr könnt. Ach, er spuckt doch nicht in alle. Ah, ihr dreht euch. Das habe ich vorher nicht gesehen. Okay, okay, I see. Stehen bleiben. Ah nein, jetzt spucken die in eine andere Richtung. Okay, er macht den Schwachmacher, den kein Mensch außer die Gegner benutzen. Ich glaube, Nintendo weiß das, deswegen benutzen das die Gegner. Aber strong. Zu strong. Der Schuss ist unnötig, tatsächlich. Mach's mal schneller. Dashed. Was ist denn los mit euch? Ja, aber sie machen smart. Dash. Aha. Boah, wo komme ich denn raus? Nice. Natürlich werde ich getroffen. So, den Tag noch. Ah, nee, der lebt noch, aber gehanit nicht. Strong. Hinterher kann schon mal nicht angreifen. Okay, und DK, du tankst jetzt von beiden. Ah, nee, es kann nur einer angreifen. Gut. Oh, er wäre sogar down. So. Er kann durch die Röhre schießen. Also, come on. Das Scam ist real. Ich weiß, ich stehe bei den Wasserdingern, aber die drehen sich ja nachher erst wieder. Oh, ich könnte ihn treffen. Will ich das? Eigentlich nicht. Was spawnt eigentlich hier? Oh. Vielleicht doch nicht die schlauste Platzierung. Ich würde sagen, ich renne dann mal weg. Er ist auch da. Oh mein Gott, das ist... Letzte Folge komplett reinfällt. Diese Folge. Skill des... Was wurde ich gerade... Hey, wurdest du... Was? Warum gerade? Wir sollten den Maybe gar nicht erst anlocken. Oh... Ja, so. Alles safe. Perfekt. So, jetzt nicht mehr ganz so safe. Aber jetzt bewege ich mich auch erstmal. Ach, das sind zwei, den anderen habe ich nicht gesehen. Aber eigentlich dürften die sich nicht bewegen. Das kann, habe ich auch nicht gewusst. Die so... Aber da sie sich gegenseitig damagen. Not bad. Not bad at all. Not bad at all. Wie viel muss ich denn noch?
Ja, Stück. Mit Lack ist er raus. Mit ganz viel Lack ist er raus. Sehr schön. Dann wird geballert auf die vorderen. Gehen wir ganz risky. An DK noch laufen. DK kann noch laufen. Ja, nee, da machen wir es erst so. Ich weiß, ich stehe todesoffen. Aber wir machen den halt so viel Damage. Welchen grab ich den da? Dann werfe ich auf den drauf. Be actually smart. Die einzige Sorge ist, dass Cranky den dann nicht mehr erreichen kann. Sieht auch so aus. Und Cranky einfach viel zu offen steht. Cranky könnte sie beide rausnehmen. Wenn sie beide in DKs Richtung gehen würden. Warte, erreicht der DK? Oh, das ist nicht so schön. Aber eher nicht. Ist ja klar, was ich mache. Ach man, warum ist denn das so? Den hinteren erreiche ich gar nicht. Ja, da muss ich den hinteren mit Cranky rausnehmen, auf jeden Fall. Weil ich den sonst nicht erreichen würde. Mit Luck würde er wegfliegen. Also warum nicht auch mal auf Glück hoffen? Ja. Dann halt nicht, es tut mir leid. Könnte Donkey Kong sterben? Nee. Der da hinten, kommt der bis zu mir? Nö. Sollten safe sein. Ja. Ja, jetzt nicht mehr so ganz. Das sind nicht mal Grobian. Ich dachte, es sei ein Grobian, dann gar kein Stress. Aua. Aber das ist okay. Werden beide auf ihn drauf gehen, ist ja klar. Der Donkey Kong lebt noch. Dafür habe ich gerade Sorgen, dass Donkey Kong stirbt. Also er ist safe raus. Okay, tankt das. DK taket ihn aber auch. Wirft ihn in Richtung Cranky. Damit Cranky sich um den kümmern kann. Okay. Aber es war nur Frost. Also nichts Schlimmes. Also was heißt nichts Schlimmes? Also halt. Ihr wisst, was ich meine. Guten Tag noch. Jetzt müsste eigentlich nur noch der Grobian weg. Ah ne, das war's schon. Ja, perfekt. Ha, Feiglinge. Seht ihr, wie sie laufen? Die spielen nicht in meiner Liga. Natürlich nicht. Natürlich nicht, Bebo. Natürlich nicht. Das war ein guter Kampf. Der war überdurchschnittlich. Auch wenn wir uns viel zu offen platzieren. Ich spiele in letzter Zeit viel zu offen.
Das ist, ich weiß nicht so ganz, woran das liegt, aber ich merke, dass ich zu offen spiele. Das ist gerade so mein Problem. Ich merke auch, dass ich viel zu laut ins Mikrofon rede und das könnte Leute vielleicht stören da draußen. Aber das ist nicht so. Mich stört es nicht. So, wir walken einfach mal hier weiter. Und wir kommen mal wieder an ein Rätsel. Uff. Ah, ne, ist doch nicht so hart, okay. Ich dachte gerade, das sah voll schwer aus, weil die sich ja immer einsperren, aber tun sie ja gar nicht. Das ist auch weird, wie die Blöcke platziert sind an der Stelle, aber es ist cool. So. Hammer Heikos Heim als Picture. Genau. Für die Leute, die die erste Folge nicht gesehen haben, Backtracking zu Welt 3 und 4 kommt, wenn ich am anderen Computer wieder bin. Und Galerie und das ganze Zeug schauen wir uns dann auch an. Weiß nicht, ob die Kabel im Wasser jetzt so gut sind, aber okay. Man stellt sich den ohrenbetäubenden Metallsturm vor, den man damit bei den Göttern des Trash heraufbeschwören kann. Das ist jetzt ein Front gegen Leute, die Metal mögen. Kapitel 2? Oh, ich ahne Böses da hinten. Da haben die Bananen. Oder ist das einfach nur alternatives Aussehen? Doppel die Schmuggler. Nee, es sind wieder neue Charaktere. Da weiß ich, da kommt noch ein Höllenlevel auf mich. Schmuggler. Bananenbunkernde Spitzbuben. Das Level wird die reinste Hölle werden. Das, wenn ich das spiele, ohne zu schneiden, wird das mehr als eine Folge füllen. Und ja, da habe ich super Bock drauf. Auch wenn dieser flotrige Faulpelz wie ein Grobian aussieht, ist er keiner. Das ist ein Smuggler. Er liefert böse Bananen auf der gesamten Insel aus, um seinen verdorbenen Kumpanen zu retten. Wir müssen sie aufhalten. Genau. Das ist jetzt ein Capture the Gebiet. Also Capture the... Ihr wisst Bescheid. Capture the Gebiet für Grobiane. Genau. Wenn die das erreichen, ist Game Over. Und das sollte doch nicht so schwer werden. Wir schicken Rebel Peach einfach instant hier hin. Nicht irgendwelche Nachrichten. Okay, es geht um Schuhe. Schuhe machen Leute. Leute. Oh, er würde aber bis hierher gesteppt kommen. Bis hierher auch? Ja, würde er. Oder ich tank das Ganze. Weil er sollte mich ja beim zweiten Mal nicht angreifen. Oder er gönnt jetzt Honig. Wie nice. Oh mein Gott, einfach perfekt. DK takt ihn. Cranky hat wie viel Leben? Cranky hat am wenigsten Leben, muss aber tanken. Wenn ich mich hier oben hinstelle, dann nicht. Wenn ich mich... Aber dann treffe ich den nicht. Ja, ich stelle ihn hier hoch. Ist ja egal, aber hier oben ist er wenigstens so halb geschützt. Da vorne ist auch einer. Ich habe den nicht gesehen. Frankie muss dashen. Die Röhre bringt mich... Ich kann hier auf die andere Seite? Oh, nice! Ich muss auf den vorderen schießen, dass der zurückläuft. Ich wusste nicht, dass es 4 insgesamt sind. Und dann war das vielleicht sogar ein bisschen stupid, was ich gemacht habe. Oh nein, ich habe vergessen, Sicht anzumachen. Egal, mache ich jetzt gleich an. Nice. Nice. Jetzt die Sicht. Gleich könnte sie einschläfern, aber warum nicht die Sicht anmachen? Ja, warum nicht ihm noch einen mitgeben? Tag, gar kein Thema hier. So, der da sollte nach vorne laufen. Sollte 2 Schüsse abkriegen. Die Kamera ist ein bisschen weird platziert, I see. Er kommt zurück, wichtig. Er kommt nicht an mich ran. Er macht auch nichts.
sind so unfassbar dumm. Okay, um ihn habe ich mich gar nicht gekümmert. Er ist der Nächste, um den ich mich kümmern muss. Ernsthaft? Mach ich kaputt, mache ich dich? Hast doch keine Schurkensicht an. Okay. Schurkensicht nicht vergessen. Genau. Wie viele gibt's von denen? Ich komme nicht bis nach da vorne, das ist dumm. Das ist ganz arg schlecht. Ich take ihn einfach. Und throw ihn hier auf den da, weil der ist dann tot. Ich krieg zweimal Schaden, Frost und einmal... Er macht gar nichts! Hä? Das ist so verbuggt manchmal, aber ich find's gut, wenn's auf meiner Seite ist und schlecht, wenn's auf der Seite der Gegner ist. Aber okay. Der darf mich jetzt nicht interessieren, der ist weit genug hinten. Aber ich muss halt ihn zu mir holen. Weil ich ihn einfach umsehe. Oh, yes! Hier taken wir einen Dash mit. Und ich würde sagen, wir hauen mal nach da drüben ab. Weil hier lebt immer noch einer. Wir stellen uns dahin und drücken dem da mal so ein Ding rein. Ja, das ist mir egal. Könnt doch eh nichts, Mann. Jetzt trifft mich der andere von oben. Nein, tut er nicht. Wurde ich schon viermal getroffen? Ich habe keine Ahnung. Mit Luck ist er raus. Mit Luck lebt er noch. Aber das war gut, wie er mich geschossen hat. Die sind beide raus. Also halt der eine hintere, aber beide kriegen Damage. Das war dumm, den vorzuwerfen. Aber er kommt wieder zurück. Aber nicht so weit, nicht so weit. Ihn sleepen, ihn sleepen. Er läuft wieder nach vorne, aber das ist egal. Ich muss jetzt gucken, was die Kleinen machen. Er kann gar nichts. Es bleibt spannend, Leute. Es bleibt spannend. Im Übrigen, wenn ihr davon nichts mehr verpassen wollt, das kommt so abwechselnd alle zwei Tage, glaube ich, dann abonniert gerne den Kanal, dann kriegt ihr immer direkt eine Benachrichtigung. Oder mit der Glocke kriegt ihr immer eine Benachrichtigung. Die Glocke ist egal, guckt einfach jeden Tag vorbei und dann erfahrt ihr rechtzeitig, wann es wieder weitergeht. Oder ihr abonniert den Kanal, das macht es, glaube ich, einfacher. Ich spring hier hin und drück denen so eine Bombe ins Gesicht. Ja, ich krieg wieder zweimal Schaden. Ich weiß, der Schaden darf mich nicht interessieren. Schaden ist wirklich zweitrangig. Dumm, dass ich mich bei beiden selber treffe. Weg da hier. Und pull da rein. Der hier ist immer noch still alive. Aber der ist jetzt raus. Also hoffe ich. So. Einmal die Banane da rein. Wieso hat er auf einmal zwei Donkey Kong? Er muss tot sein. Okay. Ey, wenn er noch gelebt hätte, wie unangenehm so. Lohnt sich eine Heilung? Nö, eigentlich nicht. Ich muss zuerst mit Frankie reinballern. Weil sonst würde ich Peach nachher treffen. Er überlebt das Ganze, das war mir von Anfang an klar. Das ist egal. Kann mit Peach finishen. Von dieser Version gibt es nachher noch eine Ultra-Hardcore-Version, wenn ihr da einen mit Feuer trefft. Die laufen übers gesamte Feld ins Ziel. Deswegen sage ich für dieses DLC keine Feuerwaffen. Weil das ist unmenschlich. 3 von 4 Ziegen. Wunderbar. Ha, da bin ich direkt glücklich.
Wir haben sogar noch 5 Minuten, denen wir weiterlaufen und nochmal in die Waffen Central gucken. Oh, jetzt kommen wir in das Regengebiet. Das ist auch atmosphärisch episch. Komme ich dahin? Ich weiß es nicht. Vielleicht hier. Ja, looks like. Oh, Secret, Secret. Wir kommen da drüben raus. Oh, da ist auch noch eine Chest. Die habe ich gar nicht gesehen. Okay. Wollen wir die Bananen mitnehmen? Esst ihr Bananen? Schreibt es mal in die Kommentare. Oh mein Gott, es tut mir leid, dass ich so viel in die Kommentare schreiben muss. Schreibt euch das auf den Zettel und schreibt am Schluss einen Kommentar, wo alles drin steht. Ja? Ob ihr hier gern Urlaub machen würdet? Jetzt nicht, wenn es regnet, auch wenn es atmosphärisch sehr cool aussieht. Ob ihr hier keinen Urlaub machen wollt, ob ihr schon mal Urlaub gemacht habt oder ähnliches. Ja, schreibt das einfach. Oder ob ihr Bananen esst. Schreibt das einfach in die Kommentare. Ich zum Beispiel, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem Video erwähnt, sogar erst letztens, esse gar keine Bananen. Hab früher keine Bananen gegessen, esse sie aber heute. Ah, sieh mal einer an. Ah, ihr sucht also nach der Prinzessin. Ganz genau. Isn't this a bit too easy? Yep. I made a mistake right now. Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Doch, 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 genau so. Nein, nach oben. Okay, es ist ja wieder selber Ausgangsposition. Oh, hier hört es auf zu regnen. Und hier regnet es wieder mehr. Krass. Aber jetzt habe ich so. 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 Perfekt. Und wir bekommen ein 3D-Modell von Hammer Heiko. Ihr wisst schon, der Boss, den wir alle hassen. Die Kopfhörer ein bisschen weird gerade. Nee. Seltsam. Hier gibt es nichts mehr. Okay. Ich sehe da hinten ein Puzzleteil. Puzzleteil spotted. Und hier sieht es mir schon wieder nach ultra krankem Rätsel aus. Ich drücke einfach mal jeden Button, wird schon richtig sein. Der gelb. Jetzt grün. Stopp, 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 back, back, back. Jetzt rot. Jetzt grün. Und blau. Oh, und rot wieder. Oh, jetzt können wir zurück. Umständlich des Todes. Oh, ich muss gelb aktiviert lassen. Ja, perfekt, haben wir. Okay. Bisschen tricky das Rätsel, aber machbar. Wir bekommen den Jingle Zoff im Riff. Nice, nice. Und wo war das Puzzleteil? Wo habe ich das denn? Da. Da hinten links. Wo führt mich das hin? Ach, wieder zurück? Ja, dann bin ich noch dadurch. Da kamen wir her. Oder man kommt da später noch hin. Kann auch. Also von hier definitiv nicht. Weil hier scheint es aber noch ziemlich viel gerätselt. Wo komme ich denn jetzt raus? Welten ist Kapitel 3, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich will jetzt erstmal noch hier das Rätsel machen. Von mir aus schaltet ab, es kommt eh nur noch hier rumgerätsle. Und wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr abschalten. War das das? Nein. Egal. Also, wenn euch das Ganze an der Stelle gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung. Und wir sehen uns doch bestimmt morgen wieder. Zu einer neuen Folge oder übermorgen wieder zu einer neuen Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Leute, yeehaw!